herzlich willkommen, Binary. Heute machen wir eine richtig leckere, fruchtige Biskuitrolle. Passend zur Jahreszeit dachte ich mir, es wird Zeit für etwas Fruchtiges. Und zwar gibt es eine Zitronen-Brombeer-Biskuitrolle. Richtig lecker, Leute. Der Teig ist unglaublich fluffig. Die Creme sehr, sehr lecker und fruchtig im Geschmack. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach los. Ich starte mit der Biskuitrolle. Beziehungsweise mit dem Biskuitteig. Dafür benötigen wir Eier, eine Prise Salz, heißes Wasser, Vanillezucker, Backpulver, Mehl, Zucker und Speisestärke. Ich lege jetzt los, habe die Eier bereits getrennt, ganz wichtig, Eiweiß und Eigelb voneinander trennen. Dann geben wir Eiweiß in die Rührschüssel, eine Prise Salz und so circa die Hälfte vom Zucker. Und dann lasse ich das Ganze jetzt erstmal richtig schön aufschlagen. Jetzt haben wir so circa nach 3-4 Minuten einen richtig schönen Eischnee. Das Eiweiß habe ich jetzt einmal in eine separate Schüssel umgefüllt und hier gebe ich jetzt meine Eidotter rein, Vanillezucker, meinen restlichen Zucker. Diese Zutaten lasse ich jetzt erstmal cremig aufschlagen und nach circa 2-3 Minuten gebe ich das heiße Wasser hinzu. Ihr müsst das Eigelb wirklich 5 Minuten auf höchster Stufe aufschlagen, damit das Ganze so richtig schön weiß und cremig wird. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, damit unser Teig auch im Nachhinein sehr luftig bleibt. An dieser Stelle geben wir unser Eiweiß wieder hinein und dann wird das schön vorsichtig unterhoben. Ich mache das jetzt portionsweise, damit es etwas einfacher ist. Und am besten verwendet ihr dafür einen Schneebesen. Zuletzt kommen jetzt noch die trockenen Zutaten hinein und da ist es wichtig, dass ihr bitte die drei Zutaten, also Mehl, Speisestärke und Backpulver, davor kurz einmal verrührt. Denn wenn ihr das nicht tut, dann entstehen gewiss Klumpen im Teig und das wollen wir ja nicht. Und das kommt jetzt einmal durch den Sieb. Und wird auch vorsichtig mit einem Schneebesen oder einem Teigschaber unterhoben. Mein Teig ist jetzt fertig. Das Ganze hat sich richtig schön verbunden und wichtig, es sollte sehr, sehr luftig sein. Und jetzt können wir das Ganze auf ein Backblech geben. Biskuitteig kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen, 180 Grad, Ober-Unterhitze für etwa 10 Minuten. Bis gleich! Während mein Biskuitteig im Ofen ist, bereiten wir schon mal die Arbeitsfläche zu. Ihr benötigt ein sauberes Geschirrtuch und etwas Zucker. Das streuen wir jetzt einfach hier drauf, damit wir später problemlos unsere Biskuitrolle einrollen können. Mein Biskuitteig ist jetzt fertig gebacken und jetzt wird dieser heiß auf mein Geschirrtuch gestürzt. Und jetzt benötigt ihr ein kleines Schälchen mit Wasser und dann bepinseln wir praktisch die Oberfläche, damit wir das Papier einfacher lösen können. Sobald ihr alles schön befeuchtet habt, könnt ihr das Backpapier vorsichtig abziehen.
Sobald der Teig noch warm ist, müsst ihr schnell sein und das Ganze zusammen mit dem Geschirrtuch schön eng einrollen. Und die Enden werden jetzt schön eingewickelt und das Ganze darf jetzt für 15 bis 20 Minuten erstmal ruhen. Für die Creme benötigen wir einfach nur Mascarpone, Schlagsahne, beides kalt, wichtig. Und hier habe ich fertigen Lemon Curd. Das könnt ihr natürlich auch selber herstellen, aber ich wollte, dass es heute etwas schneller geht und habe mir das einfach fertig gekauft. Als erstes gebe ich jetzt die Mascarpone in die Rührschüssel und Lemon Curd. Und die zwei Zutaten schlage ich jetzt erstmal kurz für eine Minute cremig auf. Jetzt gebe ich vorsichtig so circa die Hälfte von meiner Schlagsahne hinein und dann wird das Ganze weiter verrührt. Jetzt kommt der Rest noch hinein und dann schlagen wir das Ganze so lange auf, bis das Ganze schön steif wird. Meine Creme ist jetzt fertig, so sollte das aussehen und ihr benötigt keinen zusätzlichen Zucker, das Ganze ist wirklich schon süß genug. Ich rolle jetzt meinen Biskuit langsam wieder auf und gebe jetzt ganz wenig, also wirklich eine dünne Schicht nur, Brombeerkonfitüre drüber. Jetzt gebe ich die Creme drauf und dann wird das Ganze schön glatt gestrichen. Jetzt wird die Biskuitrolle vorsichtig wieder eingerollt und da könnt ihr euch als Hilfe wieder das Geschirrtuch nehmen und schön eng einrollen. Der Anfang ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn jetzt hier etwas Creme rauskommt, das macht nichts, das korrigieren wir im Nachhinein. Die überschüssige Creme könnt ihr jetzt hier vorsichtig einmal entnehmen. Und dann wird das Ganze richtig fest nochmal hier in unser Geschirrtuch eingewickelt, damit es auch eine schöne Form beibehält. Und die Enden wickle ich wieder ein. Und so gebe ich das jetzt so circa für eine Stunde in den Kühlschrank und danach kann auch schon garniert und serviert werden. Ich liebe ja Biskuitrollen. Sie sind wirklich einfach in der Zubereitung und der Teig ist wirklich nur in 10 Minuten gebacken. Man kann auch gleich das Ganze weiterverarbeiten, hat keine Wartezeit und das finde ich echt mega cool. Schmeckt super, super lecker, richtig erfrischend. Und falls ihr die fruchtige Variante nicht so mögt, ich habe auch noch eine Bueno Biskuitrolle auf meinem Kanal. Hier kann ich euch gerne verlinken und wünsche euch jetzt schon ganz, ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken und bis nächste Woche. Ciao!